Surya Namaskar. Stehe aufrecht, Füße zusammen, Becken aufrichten. Arme und Schultern entspannen, Rücken strecken, Kinn zeigt zum Schlüsselbein. Nimm beide Hände zum Herzen. Atme ein und öffne dich über die Seiten. Blick zwischen die Handflächen. Ausatmen, über vorne strecken, Kopf und Arm entspannen. Gewicht auf die Hände, einatmen mit dem linken Bein einen großen Ausfallschritt zurück. Oberkörper strecken, Arme und Schultern senken. Ausatmen, Hände aufstützen, rechtes Bein strecken, beide Knie senken, Arme parallel, Brust und Stirn senken. Einatmen, strecken, Brust und Stirn öffnen, Arme bleiben am Körper. Ausatmen, über die Knie, Becken hochziehen, Gewicht gleichmäßig verteilen. Einatmen, linker Fuß zwischen die Hände, Oberkörper und rechter Fuß strecken. Einatmen, linker Fuß zwischen die Hände, rechtes Bein heranziehen, Kopf und Arme entspannen. Einatmen, Arme über die Seiten, Rücken strecken, Blick zwischen die Hände. Ausatmen, Namaste. Nimm einen tiefen Atemzug mit geschlossenen Augen. Einatmen, Arme öffnen, Becken aufrichten. Ausatmen, Rücken und Kopf entspannen. Einatmen, rechtes Bein zurück, Herz und Handflächen öffnen. Ausatmen, linkes Bein strecken, Knie, Brust und Stirn senken. Einatmen, Füße und Oberkörper strecken, Schultern sinken zu den Hüften. Ausatmen, über die Knie, Becken hochziehen. Einatmen, rechtes Bein, Brust öffnen, Schultern senken. Ausatmen, Arme aufstützen, linkes Bein heranziehen. Einatmen, öffnen, strecken. Ausatmen, Hände zum Herzen. Namaste, einen Atemzug. Einatmen, strecken. Ausatmen, senken. Einatmen, linkes Bein, Herz öffnen. Ausatmen, rechtes Bein, Knie, Brust, Stirn senken. Einatmen, Becken senken, Herz öffnen. Ausatmen, über die Knie, Becken hoch. Einatmen, linkes Bein, Herz öffnen. Ausatmen, rechtes Bein, schließen. Einatmen, strecken. Ausatmen, Namaste, einen Atemzug holen. Einatmen, strecken. Ausatmen, senken. Einatmen, rechtes Bein, Herz öffnen. Ausatmen, linkes Bein, Knie, Brust, Stirn senken. Einatmen, Becken senken, Herz öffnen. Ausatmen, über die Knie, Becken hoch. Einatmen, rechtes Bein, Herz öffnen. Ausatmen, linkes Bein schließen. Einatmen, strecken. Ausatmen, Hände zum Herzen.
Namaskaram. Einatmen, strecken. Ausatmen, senken. Einatmen, linkes Bein, Herz öffnen. Ausatmen, rechtes Bein, Knie, Brust, Stirn senken. Einatmen, Becken senken, Herz öffnen. Ausatmen, über die Knie, Becken hoch. Einatmen, linkes Bein, Herz öffnen. Ausatmen, rechtes Bein, schließen. Einatmen, strecken. Ausatmen, Namaste, einen Atemzug ruhen. Einatmen, strecken. Ausatmen, senken. Einatmen, rechtes Bein, Herz öffnen. Ausatmen, linkes Bein, Knie, Brust, Stirn senken. Einatmen, Becken senken, Herz öffnen. Ausatmen, über die Knie, Becken hoch. Einatmen, rechtes Bein, Herz öffnen. Ausatmen, linkes Bein schließen. Einatmen, strecken. Ausatmen, Hände zum Herzen. Namaste. Padahastasana, Vorwärtsbeuge. Stehe aufrecht, Füße zusammen. Nimm die Hände zum Herzen. Streck dich mit der Einatmung und beug dich mit der Ausatmung nach vorne. Dein Nacken ist entspannt. Die Arme lose. Entspanne deine Kniescheiben. Lass alle Spannungen los. Komm jetzt langsam, Wirbel für Wirbel hoch. Lass die Arme locker und roll deinen Kopf ganz zum Schluss zurück in die Ausgangslage. Vrikshasana, der Baum. Stehe aufrecht, Füße zusammen. Halt dein Becken gerade und streck deinen Oberkörper. Stell jetzt den rechten Fuß seitlich auf und fokussiere einen Punkt vor dir. Wenn du dich sicher fühlst, falte deine Hände vor dem Herzen. Atme dabei tief und sanft durch die Nase ein und aus. Dein rechtes Bein bleibt möglichst seitlich geöffnet. Halte diese Stellung für 5 Atemzüge. Zurück in Ausgangsposition. Gerade ausrichten. Und die andere Seite üben. Dein Becken ist aufgerichtet und zentriert, die Wirbelsäule gestreckt bis zum Kopf. Dein Herz offen, der Blick fokussiert für 5 Atemzüge.
zurück in Ausgangsposition und nachspüren. Ardha Matsyendrasana, Vorübung Drehsitz. Sitz gerade, entspanne deine Schultern. Falte deine Hände hinter dem Kopf. Atme ein, dreh dich nach links und streck deinen linken Arm. Fokussiere dabei den Daumen für 3 Atemzüge. Komm in der nächsten Einatmung zurück. Atem fließt. Einatmen, öffne auf die rechte Seite. Fokus auf den Daumen. 3 Atemzüge. Mit der nächsten Einatmung zurückkommen. Atem fließt. Falte deine Hände vor dem Herzen. Nachspüren. Matsyendrasana, der Drehsitz. Sitze aufrecht mit gestreckten Beinen. Stell deinen linken Fuß neben dem Knie auf. Ziehe dein Bauch zum Bein. Bewege nun deinen rechten Arm in maximalem Kreis hinter deinen Rücken. Wenn du genug Kraft im Rücken spürst, kannst du deinen rechten Arm aufstützen und die Handfläche öffnen. Bleibe aktiv in der Position, indem du dich mit jeder Einatmung aufrichtest. Stell dir vor, ein Faden zieht dich am Brustbein hoch. Mit jeder Ausatmung lässt du deinen Körper mehr rotieren und geschmeidiger werden. Streck deinen Arm und komm langsam mit der Einatmung Wirbel für Wirbel aus der Position. Sitze aufrecht mit gestreckten Beinen. Stell deinen rechten Fuß neben dem Knie auf. Streck nun deinen rechten Arm hinter deinen Rücken. Dein Kopf folgt langsam der Bewegung. Schließ deine Augen und beobachte, wo der Atem hinfließt. Streck nun deinen Arm und komm langsam mit der Einatmung aus der Position. Bhujangasana Cobra, Vorübung. Leg dich auf den Bauch, atme tief ein und schieb deine Brust nach vorne und nach oben. Deine Arme strecken sich parallel. Um die Öffnung deiner Schultern zu verstärken, faltest du deine Finger hinter dem Rücken. 3 Atemzüge halten.
Ausatmen, Arme lösen und die Stirn auf den Händen ruhen lassen. Nachspüren. Bhujangasana, die Kobra. Leg dich auf den Bauch, drück sanft die Zehen und die Stirn auf den Boden. Platziere deine Hände unter den Schultern. Atme ein und schieb deine Brust nach vorne und dann nach oben. Deine Schultern bleiben so weit wie möglich weg von den Ohren. Die Arme sind parallel. 3 Atemzüge halten. Ausatmen, langsam zurückkommen, Arme entspannen, Stehen und Zehen berühren den Boden. Nachspüren. Balasana, Stellung des Kindes. Setz dich in den japanischen Sitz. Komm nach vorne auf die Stirn und entspann deine Arme seitlich mit den Handflächen geöffnet. Entspanne deinen Körper mit jeder Ausatmung mehr und mehr. Komm dann langsam mit gesenktem Kopf zurück in den japanischen Sitz. Sirsasana, Elefantenkopfstand. Setz dich in den japanischen Sitz. Komm nach vorne und halte beide Ellenbogen. Falte die Hände und stütz deinen Kopf an dieser Stelle auf. Leg beide Hände da auf, wo die Ellenbogen waren. Streck vorsichtig die Beine und richte dich Schritt für Schritt auf. Versuche nun, jedes Schienbein einzeln auf den Oberarmen aufzustützen. Wenn es dir einfach fällt, kannst du beide Beine aufstützen und die Fußsohlen zusammenbringen. Wenn nicht, bleibst du dabei, dich an den Druck auf dem Kopf zu gewöhnen und die Beine zu strecken. Bleib so lange du dich wohlfühlst und komm dann langsam und kontrolliert herunter. Entspann deinen Kopf, indem du die Stirn auf beide Fäuste legst. Dein Nacken und Rücken entspannen sich mit jeder Ausatmung. Komm dann langsam zurück in den japanischen Sitz. Yoga Mudra, Variation. Sitze aufrecht. Öffne deine Handflächen und halte die Daumen fest. Leg die Hände seitlich unter den Bauchnabel. Atme ein, öffne deine Vorderseite und komm mit der Ausatmung Richtung Erde. Du kannst deine Stirn jetzt ablegen, der Atem fließt. Schulter und Arme sind entspannt. Zähle 7 Atemzüge. Nimm einen tiefen Atemzug, komm hoch, atme aus und öffne deine Augen wieder. Namaste. Sarvangasana, die Kerze, Vorübung. Beginne in der Rückenlage, das Kinn ist angezogen. Ziehe die Knie zur Brust und bringe sie auf die Stirn. Indem du den Oberkörper anhebst. Stütze den Rücken mit den Händen und drücke den Rumpf nach oben. 5 Atemzüge halten.
Drücke die Handflächen auf den Boden und komm vorsichtig Wirbel für Wirbel in die Rückenlage. Nachspüren. Ardha Sarvangasana, die halbe Kerze. Entspann dich auf dem Rücken und durchatme deinen ganzen Körper. Leg jetzt deine Handflächen Richtung Erde, die Füße berühren sich. Atme tief ein, halt die Luft an, schieb deine Beine hoch, bis du dein Becken mit den Händen stützen kannst. Lass dein Atem nun wieder fließen und streck deinen Nacken. Dein Körper ist jetzt angewinkelt, so dass deine Füße über dem Kopf sind. Halte deine Ellenbogen schulterbreit, schließ deine Augen und konzentriere dich auf die Stelle zwischen den Augenbrauen. Du merkst, wie der Atem automatisch in den unteren Bauch fließt. Um aus der Stellung zu kommen, fixierst du deine Arme auf der Erde und kommst kontrolliert Wirbel für Wirbel mit gestreckten Beinen zurück auf den Rücken. Öffne deine Handflächen und spüre der Stellung einen Moment nach. Chakrasana, das Rad, Vorübung. Stell deine Füße in Hüftbreite auf. Atme ein und streck deine Arme. Schieb dann langsam dein Becken hoch, Nacken und Schultern sind entspannt. Achte auf deine Knie, sie sind in Hüftbreite. Atme sanft durch die Nase ein und aus. Roll dann langsam mit gestreckten Armen zurück. Platziere jetzt deine Hände schulterbreit neben deinem Kopf. Schieb langsam Wirbel für Wirbel dein Becken hoch. Deine Ellbogen bleiben dabei aufgerichtet, Schultern und Nacken entspannt. Du spürst die Kraft deiner Beine und öffnest dein Becken. Die Knie bleiben in Hüftbreite. Atme sanft. Mit der Ausatmung Wirbel für Wirbel senken. Arme und Beine strecken. Nachspüren. Chakrasana, das Rad. Entspann dich auf dem Rücken und durchatme deinen ganzen Körper. Stell jetzt beide Füße nahe am Gesäß auf. Mach mit den Fingern das Peace-Zeichen und leg deine Fersen zwischen die beiden Finger. Deine Füße sind jetzt in Hüftbreite. Nimm einen tiefen Atemzug und schieb dein Becken Wirbel für Wirbel hoch. Richte deine Schultern danach aus und streck deinen Nacken lang. Atme fließend weiter. Wenn deine Beweglichkeit es erlaubt, schiebst du deine Handflächen mit den Daumen nach außen unter die Hüften. Füße und Knie bleiben dabei in Hüftbreite. Fixiere deine Arme nun wieder auf der Erde und komm vorsichtig Wirbel für Wirbel zurück. Streck deine Beine und öffne die Handflächen. Spüre der Stellung einen Moment nach. Shavasana, die Totenstellung, die Schlussentspannung. Entspann dich auf dem Rücken und durchatme deinen ganzen Körper. Fühle jetzt dein linkes Bein von den Zehen bis zu den Hüften. Heb dein linkes Bein etwas an, so dass du noch einmal alle Muskeln spüren kannst.
Entspanne dein Bein wieder mit der nächsten Ausatmung. Vergleiche nun dein linkes Bein mit dem rechten Bein. Fühle jetzt dein rechtes Bein von den Zehen bis zu den Hüften. Streck dein rechtes Bein noch einmal richtig durch, sodass du alle Muskeln gut spüren kannst. Mit der nächsten Ausatmung kannst du beide Beine entspannen und richtig loslassen. Fühl jetzt deine Arme von den Fingern bis zu den Schultern. Heb deine Arme etwas an, sodass du alle Muskeln noch einmal spüren kannst. Öffne auch deine Finger und zieh sie wieder zusammen. Mit der nächsten Ausatmung kannst du beide Arme entspannen und völlig loslassen. Fühle nun dein Becken und schiebe es Richtung Himmel. Spüre deine gesamte Beckenmuskulatur und öffne deine Vorderseite. Lass dein Becken mit der nächsten Ausatmung in die Erde sinken. Fühl dein Gewicht und lass es völlig los. Fühle deinen gesamten Brustbereich und öffne dein Herz Richtung Himmel. Die Arme bleiben dabei entspannt. Verlagere dein Gewicht auf den Hinterkopf. Fühle die gesamte Rückenmuskulatur bis zum Nacken. Mit der nächsten Ausatmung lässt du deine Schultern in die Erde sinken und gibst dein ganzes Gewicht ab. Roll deinen Kopf noch einmal nach rechts und noch einmal nach links. Komm dann zurück ins Zentrum. Komm mit deiner Aufmerksamkeit zum Gesicht und spann noch einmal alle Muskeln im Gesicht an. Deine Wangen, Lippen, Augen, Stirn. Entspanne nun dein Gesicht, dein Kiefer, die Zunge, Augen, Augenmuskeln, Stirn, die Kopfhaut, dein Gehirn. Entspanne deine Speiseröhre, Atemwege, alle Organe. Fühle deinen gesamten Körper als eine Einheit und lass nun alle Zellen ruhen. Dein Geist bleibt dabei wach.
Komm zurück zu deinem Atem und fühle alle Muskeln. Beweg deine Zehen und Finger. Streck deinen ganzen Körper durch und beatme ihn gleichmäßig. Du kannst dich nun auf die rechte Seite abdrehen und langsam wieder zu dir kommen. Namaskaram.